Liebe Zuschauer, in diesem Video möchte ich euch das Spiel Ghost Adventure aus dem Hause Pegasus Spiele vorstellen. Und damit herzlich willkommen zur Spielvorstellung von Ghost Adventure vom Autor Vlad Vatin. Ist bei Pegasus Spiele erschienen. Ist ab 8 Jahre, spricht also durchaus für ein Familienspiel, geht 15 bis 30 Minuten. Abhängig vom Szenario, dazu komme ich gleich später dazu, und ist für 1 bis 4 Spieler, Spielerinnen, also auch solo spielbar. Und in diesem Video stelle ich euch das Spiel vor und dann gibt's ein Fazit. Ghost Adventure ist ein Geschicklichkeitsspiel, wo natürlich im Mittelpunkt ein Kreisel steht, wo man auch hier schon mal ein bisschen in der Schachtel üben kann, wie das Ganze abläuft. Hier der Kreisel, wo man drehen kann, oder ihr nutzt einfach den Kreisel zum Aufziehen, ideal natürlich für Kinder, um natürlich auch hier ja, ein bisschen zu üben, und zwar in der Spielschachtel. Und ihr merkt, der Kreisel sollte sich möglichst auf der Fläche bewegen, dann kommt ihr auch nicht so schnell zum Stillstand. Mit diesen ersten Infos kann man auch quasi gleich einsteigen in das Spiel. Also ihr nutzt den freien Kreisel oder den zum Aufdrehen. Den zum Aufdrehen nutzt beispielsweise gerne der Elias. Den zum Freidrehen, den nutze ich. Das müsst ihr einfach mal ausprobieren, was es euch leichter fällt. Wir sehen auch schon mal die 4 Spielpläne, beziehungsweise 8, weil hier sind Rückseiten. Und wenn ich jetzt das hier in die Kamera halte, dann merkt ihr auch, oha, das sind ja verschiedene Wege, die man entlanglaufen muss. Auf der Vorder- und auf der Rückseite. Und jeder Spielplan ist doppelseitig. Das ist richtig cool. Das sind auch wirklich ein paar schöne Pläne dabei. Was muss man aber machen? Zuerst einmal stellt sich natürlich die Frage, spielt ihr alleine oder spielt ihr mit mehr Personen? Ihr spielt es auf jeden Fall kooperativ. Und es gibt 2 Hefte und die habe ich hier auf der Seite und dann zeige ich das euch auch noch beispielhaft, weil die Regeln sind wirklich nicht schwer. Ihr habt hier ein Aufgabenheft. Und hier beginnt es quasi mit der ersten Aufgabe. Grün heißt einfach. Das steigert sich natürlich im Spielverlauf. Und ihr seht hier die Spielpläne, die ihr benötigt. Und die legt ihr erst einmal nebeneinander. Und ihr startet nachher von Steinkreis ausgehend, das zeige ich euch. Und müsst dann von einer Ebene zur nächsten gelangen. Und zwar am besten mit einem Schwung. Auf dem Steinkreis könnt ihr immer absichern, aber ihr müsst immer in dem Fall auf einem Startpunkt, also auf dem Steinkreisel, beginnen und hier zu dem Symbol gelangen und dann zum Ausgang zu ziehen. Ausgang heißt, ihr landet mit eurem Steinkreisel auf das bei dem Tableau des nächsten Spielplans, auch im Steinkreis, und schiebt dann natürlich den Kreisel nicht weiter. Irgendwann endet er, aber dann habt ihr ein Problem, habt ihr je nachdem verloren. Nicht ganz. Im Solospiel habt ihr keine Getränke, aber im Einzel, im Spiel mit mehr Personen, da könnt ihr dann einen Trank nutzen. Den müsst ihr nutzen, wenn euer Kreisel runterfällt oder ihr hört sich einfach auf zu drehen. Dann beginnt ihr wieder beim letzten Steinkreis. Ihr müsst dann nicht wieder von vorne beginnen, aber je nachdem wart ihr hier schon in dem mittleren Bereich und wart schon ziemlich weit, dann müsst ihr halt auf diesem Tableau dann wieder starten. Und hier sieht man es, in der Anleitung steht es auch, man sieht es hier kaum, das ist ein goldener Kreis und das ist euer Missionsziel. Das heißt, ihr fangt hier an mit dem Kreisel und wenn ihr so super seid, dann schafft ihr es sogar mit einem Kreisel, das heißt mit einem Drehen, von einem Tableau bis zum Ziel zu gelangen. Ist natürlich sehr schwer, aber dafür stehen euch ja Tränke zur Verfügung. Ich halte es jetzt hier nochmal ein bisschen näher, dann merkt ihr auch, beziehungsweise ich blätter ein bisschen weiter, und dann seht ihr auch, wie die ganzen Level aufgebaut sind. Hier gibt es natürlich auch mehrere Ziele anzusteuern und im, wie viel haben wir insgesamt? 25 Level, und im hinteren Bereich gibt es auch das Solo-Level. Hier sieht man es nochmal deutlich. Und die Besonderheit ist, ihr habt hier keinen Trank zur Verfügung. Jetzt ein bisschen einfacher, das zeige ich euch am besten, glaube ich, einfach mal im grünen Plan. Hier müsst ihr einfach die einzelnen Ziele dann ansteuern, um zum nächsten Level zu gelangen. Und solo habt ihr auf jeden Fall auch einige Möglichkeiten. Aber das ist knackig. 15 Level habt ihr hier in dem Fall, die ihr lösen müsst. Aber es gibt ja auch noch so ein Questbuch, so ein Bilderbuch verknüpft mit Aufgaben. Auch richtig schön gemacht. Hier habt ihr quasi eine kleine Geschichte.
mit Bildern und dann kommt ihr quasi zur ersten Aufgabe. Habt ihr die gemeistert, dürft ihr weiterblättern und seid bei der ersten nächsten Aufgabe angelangt. Aber wie funktioniert das mit mehr Spielern? Naja, ein Spieler beginnt quasi, das zeige ich euch, und beginnt quasi hier zu drehen und versucht natürlich das Ziel zu erreichen bzw. die Aufgaben zu erfüllen und dann zum Ausgang zu gelangen. Dort wartet schon der nächste Spieler, der zweite Spieler oder dritte oder vierte, mit seinem Tableau, wo der Kreis dann letztendlich landet und dann beginnt er praktisch weiter und versucht seine Aufgabe zu erfüllen, was auf dem Tableau angegeben ist. Und so wechselt man sich immer wieder ab. Ich glaube, ein paar Infos habe ich noch, aber jetzt zeige ich euch erst einmal, ich glaube am besten vom Solospiel, die erste Aufgabe. Und hier seht ihr auch die erste Aufgabe. Ich habe hier den Spielplan schon parat und der Kreisel beginnt dann auch wieder hier an der Position. Und was ist meine Aufgabe? Ich muss hier vom Startpunkt ausgehend erst einmal zum Käse gelangen. War nicht mal so, ja, so einfach. Vom Käse muss ich dann wieder zurück zum Holzstamm gelangen. Und vom Holzstamm muss ich dann zur Maus. Und von der Maus dann letztendlich zum Ausgang. Ihr seht aber auf dem Plan noch so ein paar Besonderheiten, solche Sprungfelder. Es ist auf jeden Fall nicht erlaubt, in dem Fall ja, einfach die Ebene hoch und runter zu fahren. Dazu gibt es die Sprungfelder. Das heißt, müsst ihr in verschiedenen Szenarien vielleicht auch mal auf die obere Ebene gelangen, müsst ihr Sprungfelder nutzen. Das heißt, ihr geht mit dem Kreisel quasi auf das Feld oder hier auf ein anderes Feld, wie man hier dann sieht, und lasst es dann springen, dass ihr quasi auf der oberen Ebene seid. Schon ein bisschen verrückt, aber jetzt gucken wir erst einmal, ob ich das überhaupt hinbekomme. Das heißt, ich nehme jetzt hier den Kreisel. Ja, ein Versuch. Man hat übrigens drei Versuche. Das heißt, wenn der Kreisel gleich runterspringt, habe ich ihn gleich verloren. Beim normalen Spiel auch. Ihr habt drei Versuche und könnt ihn dann erst einmal andrehen. So, jetzt habe ich das gemacht. So, ich muss zum Käse, nicht zum Holz. Ihr merkt, da muss man natürlich vorher genau nochmal schauen, wo man hin muss. So, zum Käse. Dann schnell wieder zurück. Ja, jetzt habe ich schon wieder ein paar Hürden genommen. Ja, ich hätte schneller sein müssen. So, schnell zum Holz und ja, das war schon die Aufgabe. Das heißt, damit hätte ich jetzt die Mission verloren und müsste dann wieder von vorne starten. So, und jetzt habe ich natürlich, bin ich wieder von vorne. Ich will es natürlich auch euch zeigen. Das heißt, ich gehe jetzt erst zum Käse. Dann wieder zurück und ihr merkt, das ist schon eine Herausforderung. Offiziell ist das Spiel ja ab 8 Jahre angegeben, dazu später mehr im Fazit. So, jetzt schnell zur Maus. So, habe ich kurz verharren, ganz wichtig, und dann quasi zum Ausgang. Und jetzt habe ich es geschafft. Schon knackig. Und das war in dem Fall das erste Szenario Solo. Und jetzt habt ihr auch gesehen, das sind ja Sprungfelder, die muss ich je nach Aufgabe nutzen. Ich möchte euch aber, was die Szenarien angeht, auch nicht zu viel verraten. Lasst euch einfach ein bisschen überraschen, weil das sind schon ein paar Besonderheiten drin. Es gibt allerdings auch, wo haben wir sie? Felder, wo man, ja, Teleporter, verrate ich auch nicht zu viel, das steht auch in der Anleitung drin. Das heißt, wenn ihr auf diesem Feld seid, dann lasst ihr euch teleportieren. Abhängig davon, wohin ihr müsst. Teilweise müsst ihr euch teleportieren auf ein anderes Feld, zu einem anderen Plan. Das heißt, man springt quasi zu einem anderen Feld. Was ganz schlimm ist und schwierig ist, man muss sich teleportieren und die Rückseite nehmen und dort quasi wieder auf einem Feld dann landen. Das ist nun mal eine richtige Herausforderung. Das sind natürlich schon die schwierigeren Level. Aber das waren jetzt die wichtigsten Infos. Ganz klar, ihr seht ja auch auf dem Plan, da muss ich noch ein bisschen was zeigen. Wo haben wir den Plan? Ein paar Dinge will ich auf jeden Fall noch zeigen. Hier zum Beispiel. Hier haben wir natürlich auch einen Plan, wenn man da hängen bleibt. Hier mit dem Kreisel. Ja, dann ist natürlich auch Feierabend. Dann müsst ihr natürlich auch wieder vom Steinkreis beginnen. Das ist der Steinkreis. Das sichert ihr quasi immer euren Spielstand. Hier haben wir auch solche Felder. Ja, wenn man hier landet, dann ist auch rum. Hier sollte man natürlich auch nicht landen. Wie landet man? Ja, insbesondere, wenn man je nach Szenario auch springen muss. Das heißt, ihr habt natürlich auch hier verschiedene Herausforderungen, Löcher etc. Lasst euch überraschen. Da warten diverse Aufgaben auf euch. Aber ihr habt immer die Entscheidung, wollt ihr den Kreisel nutzen? Ich als Erwachsener lasse ihn gerne kreiseln. Da habe ich einfach ein bisschen mehr Schwung, anstatt hier diesen Kreisel mit dem Seilzug zu verwenden. Aber auch diese Option habt ihr. Dann wird es vielleicht aus meiner Sicht ist das ein bisschen schwieriger, weil letztendlich, wenn man gut drehen kann, dann hat man mit diesem einfachen Kreisel, wo man einfach mit der Hand dreht, mit dem Finger dreht, dann doch mehr Chancen.
Übrigens, ist auch ganz witzig, ich habe am Anfang gedacht, für was braucht man denn dieses Ersatzmaterial? Es kann ja, wie soll denn der kaputt gehen? Das kann durchaus passieren, ist mir jetzt noch nicht passiert. Ihr könnt es aber gerne mal in die Kommentare schreiben, ob das euch mal passiert ist, weil dieser Kreisel hat ja so eine kleine Spitze. Ich halte es mal hier vielleicht ein bisschen näher, so eine kleine Spitze. Und hier seht ihr auch das Ersatzmaterial. Und ihr habt ja auch gemerkt, man spielt es, wird auch angegeben, man soll es durchaus im Stehen, nicht unbedingt im Sitzen spielen, wie ich es jetzt hier mache. Man soll es durchaus im Stehen spielen. Aber wenn euch der Kreisel runterfällt, vielleicht auf den Boden, nicht auf den Teppich, sondern wirklich auf den Plattenboden, dann kann ja sein, dass die Spitze einen Schaden davonträgt. Und so gehe ich davon mal aus. Und deswegen gibt es auch sehr viel Ersatzmaterial. Und das ist wirklich toll gemacht. Wenn da mal was kaputt geht, dann ärgert man sich nicht. Da hat man wirklich ja, 5, 6 Stäbe hier enthalten. Also schon mal wirklich top. Und so spielt ihr das einzeln, je nach Büchlein oder als Quest. Und dann versucht ihr natürlich, die ganzen Aufgaben zu meistern. Und dann seid ihr ja praktisch der Großgeist oder ich glaube, ich weiß gar nicht, wie es dabei steht. Aber ihr habt auf jeden Fall alle Aufgaben geschafft und quasi das Ziel dieses Spiels erreicht. Und damit sind wir auch schon beim Fazit. Ich glaube, das meiste habe ich euch gezeigt. Ich möchte euch aber auch nicht so viel spoilern und ein paar Überraschungen wegnehmen. Lasst euch einfach hier überraschen, was die Aufgaben mit sich bringen. Spickt auch nicht so weit vorne, sondern fangt einfach an, entweder solo oder letztendlich mit mehr Spielern bei der ersten Aufgabe und dann kommt peu à peu das eine oder andere und deswegen spickt vielleicht nicht vorher, sondern lasst euch überraschen. Es ist ein sehr ungewöhnliches Spiel, aber sehr innovativ und es gibt ja durchaus sehr viele Spiele, einzelne Spiele, Looney Quest ist ja auch so ein Spiel, wo dann durchaus einige Besonderheiten haben und das hat auch dieses Spiel. Und deswegen war es, wo es als Herbstneuheit bei Pegasus vorgestellt war, bei mir ganz oben auf der Liste. Weil es gibt so viele Spiele und ich suche durchaus immer mal wieder so ein innovatives Fun-Spiel, wo es sehr ungewöhnlich ist, Spaß macht, das spielt man sogar kooperativ und das ist auf jeden Fall Ghost Adventure. Grafisch finde ich es wirklich toll und ja, dann fangen wir einfach mal an, die einzelnen Punkte abzugehen. Es ist ab 8 Jahre angegeben. Der Elias, der ist jetzt dran, der braucht aber noch ein paar Wochen auf jeden Fall, weil da üben wir täglich, was das Spiel dann angeht. Ich wollte es euch aber jetzt schon präsentieren. Die ersten Aufgaben hat er durchaus ein bisschen länger gebraucht. Ich habe ihm dann allerdings auch bei dem Solo-Spiel, er hat es dann auch solo gespielt, geholfen, zumindest den Kreisel zu drehen, damit er sehr flott ist und schon mal richtig in Schwung kommt. Er hat es zwar auch mit diesem probiert, das funktioniert auch super, aber je nach Szenario wird es dann ein bisschen zeitlich eng. Weil wenn ihr solo spielt, dann dürft ihr keinen Trank nutzen. Ihr dürft übrigens bei manchen Feldern auch den Trank wieder auffrischen. Das ist natürlich auch eine tolle Option. Aber da muss man natürlich sehr viel üben und deswegen muss man auch wirklich gucken, kann man das dem Kind, dem Jugendlichen zutrauen? Schafft er das mit dem Kreisel, das zu drehen? Hat er dir diese Fingerfertigkeit? Das kann ich nicht entscheiden, das müsst natürlich ihr entscheiden oder ihr holt es euch. Für Erwachsene funktioniert bei jedem Erwachsenen auch nicht unbedingt. Mir macht es Spaß, ich kenne es aus meiner Kindheit schon, diese Kreiselspiele und das ist wirklich super. So viel zur Altersangabe, also ihr müsst schon schauen, ob es was für das Kind ist oder für den Erwachsenen. Also das müsst jetzt ihr entscheiden aufgrund der ja, Einspielung bzw. der Beispiele. Könnt ihr je nachdem eine Entscheidung für euch treffen. Das Spiel ist aber, glaube ich, gar nicht mal so teuer. Angegeben ist es zeitlich mit 15 bis 30 Minuten. Das passt. Das hängt aber auch wirklich davon ab, wie lange ihr spielt. Ihr könnt ja wirklich 2 Stunden spielen, 3 Stunden, solange ihr Lust habt. Das heißt, der Zeitfaktor sehe ich ja, kritisch. Hätte man auch machen können, 5 bis 120 Minuten hätte man auch drauf schreiben können. Da hat sich wahrscheinlich schon der Verlag und die Redaktion Gedanken gemacht. Aber so das Übliche ist ja wirklich so diese Spielzeit von 30, 40 Minuten. Und dann speichert ihr vielleicht den Spielstand ab oder macht nächstes Mal weiter an dieser Stelle, wo ihr angelangt seid. Deswegen passt es, was das Zeitliche angeht, ja. Aber ihr habt ja gesehen, man kann da locker sehr lange auf jeden Fall spielen. 1 bis 4 Spieler, ja, es funktioniert solo sehr gut. Da denkt man, es sind ja so wenig Solo. Warum sind denn so wenig Solo-Spiele? Die habe ich doch gleich durch. Nein, die habt ihr nicht gleich durch. Ich habe auch noch nicht alle geschafft. 15 Level sind es. Die ersten Aufgaben, die schafft man recht flott. Und dann fängt es schon an, Probleme zu machen. Weil ihr habt dann schon einige Bereiche, die ihr beachten müsst. Ich will da jetzt nicht zu viel verraten. Und das ist schon eine Herausforderung. Deswegen braucht ihr da auf jeden Fall länger. Was das Spiel kooperativ angeht, also bis zu 4 Spieler sind es ja 25 Level,
Ja, das sind auf jeden Fall ausreichend. Wenn das Spiel Erfolg hat, dann kann man da sicherlich auch noch weitere Pläne ergänzen. Hängt immer davon ab, wie erfolgreich natürlich das Spiel ist. Aber das bietet natürlich auch die Chance, weitere Pläne in eine Erweiterung zu integrieren und weitere Aufgaben solo und kooperativ. Das bietet natürlich wirklich das Potenzial. Das hat das Spiel. Und da würde ich mich natürlich auch freuen, weil ich finde es ja wirklich klasse. Ihr habt aber auch gleichzeitig hier dieses Büchlein. Das noch extra zu machen, ist auch schon mal wirklich toll. Und es wäre ja eigentlich gar nicht erforderlich gewesen, aber das nochmal so als Quest, quasi mit so einer Bildergeschichte mit weiteren Aufgaben zu hinterlegen, das ist auch wirklich toll. Ich habe beim Verlag nachgefragt, wann das Spiel denn im Handel kommt. Das hieß im Dezember, also je nachdem, wann ihr das Video schaut, im Verlaufe des Dezember soll es fast überall im Handel sein. Deswegen, aufgrund dessen, weil wir es jetzt wirklich die letzten Tage so, so oft gespielt haben, habe ich gedacht, dann kann ich das Video sicherlich veröffentlichen. Bei dem einen oder anderen Händler ist es dann sicherlich verfügbar. Ihr müsst mal schauen über die unten genannten Links, ob es das Spiel da auch schon gibt. Da unterstützt ihr uns ja und zahlt ja auch nicht mehr. Insgesamt ein tolles Spiel mit Abstrichen, nicht für jeden, aber das ist bei Spielen ja immer so. Die Zielgruppe ist immer unterschiedlich. Es gibt Spiele, die kann man oder die will man nicht spielen oder die überfordern einen oder unterfordern einen. Und das ist auf jeden Fall ein sehr innovatives Spiel. Ich mag es total, ich finde es witzig. Und weil es schon alles vor mir liegt, mache ich auf jeden Fall weiter solo, beziehungsweise auch zu zweit. Spielen wir es natürlich auch sehr gerne. Zu dritt funktioniert es auch, weil jeder hat ja seinen Plan. Also ihr merkt, unabhängig von der Spielanzahl hat man auf jeden Fall seinen Spaß. Das waren alle Infos zu Ghost, ich will immer Ghost Stories sagen, nein, Ghost Adventure aus dem Hause Pegasus Spiele. Ein tolles Spiel, schaut es euch je nachdem mal an. Ich sage danke, macht's gut und bis bald.